din 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 din. Nurse required in fracture ward. Ja, spring halt wieder. Danke. Kurz auf ein bisschen Geld warten, damit wir hier eine neue Toilette bauen können. Mir fällt gerade was ein, wir müssen eigentlich die Preise wieder erhöhen. Warum wechseln das denn eigentlich die Position? Das ist nicht gut. So, nur hier alle Behandlungen. Das sind mich hier, guck mal. Habe ich mich voll vergessen. Das sind mich ganz schön viele Behandlungen, die nur normal Geld geben. Das geht so aber nicht, Leute. Ich will euch schon ausbeuten. And now, sehr gut. Sir Nigel reviews. This time looking at the new bakery in Crockenbush, Do-Re-Mi. Von dir vom Alle her. It has a breathtaking selection of musically inspired pastries, such as the strumming strudel and the cacophonous cake. I award it 4 Maracarons. Ha! Training course completed. Ah, guck mal, der passt wenigstens. Mit dem können wir was anfangen. Den können wir in die Arztpraxis setzen, das ist schön. Maintenance announcement. Bins will become full. So, dich können wir nämlich ganz gemütlich in die Arztpraxis setzen. Da. Bist doch du, ne? Ja, du bist du. 4, 5, 6, 7, 8 haben wir dann. Okay, hier bräuchten wir 9. Das war schon mal gut. Einer fehlt noch. Wunderbar. Achso, der da. Ich wollte gerade schon sagen, wer ist denn da verfügbar? Können wir jetzt auch mittlerweile. Wobei, warte, einstellen. Klingt gut. Bilden wir auch aus in Instandhaltung. Wenn ihr euch das so anguckt, klappt zwar alles gut, aber wir möchten trotzdem immer so. Wir möchten ja schon ein bisschen was da haben, ne? So, alles gut. Ist es jetzt natürlich diesen Raum hier fertigstellen? Klar. Ah, den ersten Stern. Ah, Smogley. Ich hatte schon ganz vergessen, dass es existiert. Und ich bin alles andere als erfreut daran, erinnert zu werden. Für die Entwicklung ihrer chirurgischen Methoden gebührt ihnen Anerkennung, auch wenn besagte Methoden alles andere als fortgeschritten sind. Übrigens, wenn sie schon darauf bestehen, Menschen aufzuschneiden und in ihnen herumzuwühlen, dann waschen sie sich doch bitte die Hände. Geil. Wir fahren natürlich fort. Fürs zweistellige Krankenhaus brauchen wir 20 Mitarbeiter ausbilden, machen wir sowieso. 30 Patienten Chirurgie wird nach der Zeit passieren und Heilungsrate kommt schon. Und die Stufe haben wir eh schon erfüllt. Cool. Die Topferei kommt noch nicht, das kommt gleich erst. Was wir schon mal machen können, ist dieses Ding hier. Ausbauen. Damit ist unser erstes Gebäude komplett fertig. Da müssen wir mal schnell speichern. Warte, wir haben ja hier einen freien. Da können wir eigentlich wieder einen von den Stationen nehmen. Ist aber bestimmt einer aufgelevelt, oder? Nee, keiner. Okay. Dann nehme ich es zurück. Ist von eigentlich einer aufgelevelt? Ach ja, stimmt, dich wollte ich ja aufleveln. Na ja, klar. Kundenbetreuung. Hier, gib ihm. Hey, mit 4 so kleinen leeren Räumen ist das so eigentlich perfekt. So, bitte noch einen für die Arztpraxis. Das haben wir nämlich den letzten. Das ist ja perfekt. Am besten schon direkt vorgelernt mit 2. Ah. Ah. Nee. Nee. Brauchen wir nicht. Und nee. Na, schade. Hätte ja klappen können. Behandlung 2. 100.000 haben wir. Sehr cool. Ich würde gerne hier ein Upgrade installieren. Das ist wichtig. Ja. Da möchte ich jetzt eigentlich gerne ganz kurz, weil wie sieht das Personal aus? Also, warte, wir müssen mal ganz kurz gucken. Für die Topferei war das doch genauso wie für die. Das war ein Arzt und hier war auch ein Arzt, ne? Ein Durchschnittsklinik und Topferei ist beides Arzt.
Wie viele Ärzte haben wir dafür eingeteilt? Weil es das gleiche wie die hier, ne? Das passt ja eigentlich. Dann haben wir 3. Also können wir auf jeden Fall den Topfungsklinik machen, ohne neues Personal einzustellen. Das klingt doch schon mal sehr gut. Jetzt haben wir auch gerade genug Geld, um das zu tun. Deswegen Topferei. Die wird natürlich hier in die Wand gesetzt, ne? Was mir gefällt, ist, dass diese Gebäude hier symmetrisch sind. Ich mag Symmetrie sehr gerne. So, 3x3 natürlich, ne? Ne, 4x4 meine ich natürlich, sorry, ne, klar. Nach oben hin. So, Topf frei, zack. Da kommt ein Mülleimer, ein großer Heizkörper. Eine Kaffeemaschine. Ein Trinkbrunnen, direkt daneben, falls du mal so Durst hast. Eine Pflanze, links und rechts geht nicht. Ein Skelettmodell. Ein anatomisches Modell. Einen Schrank. Wo ist denn der Feuerlöscher? Hab ich jetzt voll vergessen, ne? Ja, habe ich auch. Genauso wie die Desinfektionsdingen da. Ja, passt, ne? Uhr über die Heizung, ein Schlagbrett über die Kaffeemaschine. Und den Rest machen wir einfach mit Goldstern. Eines noch. So, fast. Zack. Jetzt will ich in den Topfungsklinik auch endlich. Das heißt, die Chirurgie können wir jetzt da auch noch erweitern. Da bin ich sogar tatsächlich... Ich weiß nicht, wollen wir 4 Chirurgien reinsetzen, weil es ist eigentlich das Hauptding so von dieser Mission. Ich würde sagen, das macht eigentlich Sinn, oder? Ja. Ja, doch. Gut. Einstellung endet erst in 15 Tagen wieder. Okay. Ja, wir haben gut Plus bekommen, das gefällt mir. Also mal ganz kurz gucken. Zimmer. Toiletten. Machen wir hier so 2 große Reihen. Zack und zack. Können wir eigentlich das einfach kopieren. Das macht es einfacher und schneller. Ist nämlich genau die gleiche Größe. Und das duplizieren wir. Wunderschön. Diese Zensur ist aber so lächerlich irgendwie, ne? Egal. Finde ich cool. So. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir können hier, genau, Beförderung mal machen. Wir haben mich gerade ein paar Behandlungszimmer da frei. Einstellung. Genau, noch ganz kurz die 3 Tage warten, weil die entscheiden jetzt, was wir da fortbilden. Arztpraxis bitte, Arztpraxis bitte, Arztpraxis bitte. Boah, sinnlos. Sinnlos. Brauchen wir nicht. Wir können dich nehmen. Weil du bist jetzt... Du bist unser einsamer Typ in... Im Marketing, genau. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo ist denn das hier? So, du gehst auch direkt in die Fortbildung für Marketing. Du bist der Einzige, der daran teilnehmen wird. Also du bist auch unser Einziger überhaupt da dran. Mehr brauchen wir halt nicht. So, und Hausmeister brauchen wir nicht. So, Fortbildung. Hausmeister. Die beiden können wir fortbilden. Das finde ich schon mal gut. Dann nehmen wir den hier. Befördern wir. Aber wir warten ganz kurz, bis du hier fertig bist, weil wenn du das fertig hast, dann können wir dich wegschicken. Maintenance Announcement. Toilets need routine servicing. Ja, sofort. Moment, Moment. Na komm. Ja, komm. Alter, brauchst du lange dafür. Ja, wie gesagt, dich bilden wir jetzt aus den Mechaniken, dass du das alles ein bisschen schneller hinkriegst. So, hier. Kurs starten. Personal habe ich eigentlich schon neues? Nee, natürlich nicht. Weil der hätte so lange gebraucht, du. Dich bilden wir jetzt auch aus. Ja, Schildkröten-Singes. Und zwar in Instandhaltung 4. Oder machen wir bei dir Motivation für Tempo und Effizienz. Weil kompetent seid ihr eigentlich.
Eigentlich müsste ich nur ein bisschen schneller werden. Eigentlich braucht ihr nur Tempo, weil dreimal Dingens reicht eigentlich auf euch, würde ich sogar schon fast sagen. Deswegen gebe ich euch jetzt Tempo als viertes. Doch, doch, das machen wir. Das klingt eigentlich echt gut. So, Personal. Haben wir jetzt hier erstmal genug. Da wird auch eins fortgebildet. Mehr geht eh nicht. Die anderen sind mich alle schon noch nicht fertig. So, und hier geht nur der hier. Das ist eigentlich ganz gut, weil Diagnostik ist auch immer sehr sinnvoll. Dich bilden wir direkt aus. Okay. Da ist Kundenbetreuung drin, aber der ist anscheinend, wird uns nicht angezeigt. Okay, gut. Beförderung, ja, nicht jetzt. So, warte, wir können mal ganz kurz hier das Ding auffrischen. Aber jetzt können wir uns hier um Objekte kümmern. Jetzt ist endlich gekommen. So, erstmal die Banken überall hinsetzen, ne? Klar. Mein Gott. So. Wenn das hier mittig ist, bist du dahin. Genau. Gegenüber wollen wir natürlich auch eine Bank haben. Wir müssen auf die gleiche Position. Perfekt. Und ihr bekommt hier eine Bank hin. Ne? Da so hin. Richtig? Nee, Quatsch, der ist ja richtig breit hier. Genau, ist nämlich richtig groß breit hier. Gut, und dann können wir jetzt Automaten verteilen. Wo machen wir die Automatenstraße hin? Ich würde sagen, die Heizungen auf jeden Fall. Die können sich woanders hinstellen jetzt. Die eine zum Beispiel kommt hier hinten hin. Du kommst hier unten hin. Ja, so. Ganz kurz gucken, großer Heizkörper. Ja, lassen wir erstmal so. Wir machen mich erstmal ganz kurz die Automaten. Die ist erstmal wichtiger. Die haben höchste Priorität. Auf jeden Fall kommt da schon mal ein Automat hin. Und ein Snackautomat. So. Und dann machen wir hier die Automaten hin. Luxus-Snack. Genau. Da kommt auch Abfall einmal hin. Das passt mich da ganz gut hin. Energy Drink. Und Luxusgetränk. Luxus Snack, Luxusgetränk. Genau, das sind die fünf Automaten. Alles außer Salz-Snack. Abfalleimer setzen wir dann natürlich noch dahin. Das ist gut. Und die brauchen wir eigentlich gar nicht. Genau. Dann können wir jetzt hingehen. Feuerlöscher. Kurz da einsetzen. Wir müssen natürlich auch noch hier einmal Desinfektionsspray einsetzen. Oder Spender, wie auch immer. Spray, Spender ist das gleiche. Passt schon. So. Heizkörper. Machen wir einen normalen hin. Sogar schon zu heiß eigentlich, ne? Dann halt dahin. Die Heizkörper reichen da. Dann können wir hier noch einen hinsetzen. Am besten auch kleiner. Hallo? Platzieren bitte, ja? Und hier in die Mitte machen wir noch einen normalen. Ah, eher ein bisschen hier rüber. Ich verstehe. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, dann Spieleautomaten. Zack. Dann kriege ich hier hinten nochmal jeweils einen hin. Genau.
Einen Zeitschriftenstand braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Wir könnten eigentlich hier einen hinsetzen, aber will ich eigentlich gar nicht. Einen Trinkspender bekommt ihr natürlich auch hin, wo eine Lücke ist, und zwar hier. Und hier. Oder? Ja. So, Broschürenständer setzen wir natürlich nur hier hin. Einer kommt dahin. Zwischen sind zwei Blöcke Platz, das heißt ein... Warte. Den machen wir so, ist einfacher zu sehen dann. Und da. Zeitschriftenständer setzen wir hier hin. Bücherregal direkt daneben. Korrekt. Und noch ein. Tada. Dann kriegt ihr noch ein paar Pflanzen hier hin. Ne, da kommt ein Brunnen rein. Perfekt, der bietet sich mich da perfekt an, der Platz. Pflanzen. Hier in die Heizung passt es perfekt. Und hier in den Eingangsbereich setzen wir noch eine rein. Ansonsten setzen wir da eine hin. Und hier in die Zimmerecke. Also die Hallenecke. Passt, ne? Was können wir noch machen? Was ich jetzt vergessen habe vielleicht. Genau, die vergesse die Telefone immer wieder, ne? Das soll über die Bank gehen. Hallo. Achso, da ist keine Wand. Macht Sinn. Dann setzen wir die einfach hier hinten zum Ausgang hin. Das geht nicht. Okay, dann setzen wir die einfach hier über die Bank. So, das Telefon setzen wir mich hier hin. Da ist eine schöne Lücke. Da passt eigentlich perfekt hin. Ja, wunderschön. Und die Uhr setzen wir einfach in die vier Ecken. Und hier in den Gang. Na guck mal, ist auch wieder sehr, sehr schön geworden. Hier kommen noch zwei Chirurgien rein und dann ist es fertig, der Raum. Perfekt. So, dann haben wir das geschafft. Wunderschön. Können wir noch einen Arzt ausbilden hier hinten? Ja, können wir. Nehmen wir natürlich dich hier. Befördert. Nehmen wir. Ah ne, warte, ist ja noch da dran, ne? Hab ich schon wieder irritiert. Mach bitte hin da. So, fertig. Jetzt kann ich dich weiterbilden in Allgemeinmedizin. Von dem hier. Kurs starten. Einstellen in 4 Tagen. Bitte guten Arzt. Unheimlich durchschnittlich, ja, schön. Durchschnittlich ist nicht gut, aber naja. Krankenpfleger, unsinnig. Dr. GP's Office. Wie sieht's eigentlich mit dir aus? Ja, ihr könnt alles machen, aber das ist ja dann eigentlich egal. Weil ihr habt eh nur Instandhaltung. Genau. Perfekt, da können wir jetzt was Neues machen. Und zwar möchte ich da jetzt haben, weil es ja hier Behandlung, da hatten wir ja diesen einen fertig gesetzt. Nee, Quatsch, Diagnose meine ich natürlich. Diagnostik 2. Da werden die Schwestern mich befördert. Deswegen nutzen wir es jetzt eben. So, wir können mal eben noch ganz kurz die letzten beiden Gebäude kaufen, wenn wir die schon mal frei haben. Wir haben gerade gut Geld bekommen. So, und einstellen können wir jetzt eh keinen, ne, weil es sind wieder alle weg. Ansonsten können wir uns hier hinsetzen, da kommt jetzt nämlich erstmal Marketing-Geding rein. Das heißt... Düt! da haben wir Marketing. Machen wir es so, ne? Ja, passt. Da oben in den Gang dran. Direkt wenn ihr reinkommt, kommt dann da das Ding hier.
Hier arbeiten zwei Leute dran. So ein bisschen komplett schräg. Einen Flipchart setzen wir so hier hin. Für die Mitarbeiter, bitte, die ja vom Arbeitsplatz auch mal drauf gucken können. Ein Reißbrett packen wir hier oben hin, so in die Ecke. Ein Sofa packen wir da oben hin zum Entspannen. Eine Lavalampe. Ein Teppich natürlich hier groß unten drunter. Ein Whiteboard kommt hier links hin. Huch. Whiteboard bitte. Ein Sitzsack, keine Ahnung, können wir da unten hinsetzen. Dann setzen wir hier unten hier hinten hin. Und Aktenschränke kommen dann hier so ein paar hin. Ansonsten kriege ich hier noch einen Feuerlöscher in den Raum gesetzt. Ein Abfalleimer für eure schlechten Ideen. Nehmt nicht Flipchart, aber hier so in der Nähe davon. Desinfektionsspender fürs Rausgehen. Und einen großen Heizkörper braucht ihr noch, ne? Klar. Bums. Und eine Kaffeemaschine für eure euch fleißige Arbeit in die Mitte. Ansonsten braucht ihr eigentlich nichts, ne? Ah, nicht wirklich. Eine Uhr vielleicht noch. Und ein Anschlagbrett über die Maschine hier. So. Bitteschön. Unser Marketingpersonal, wo haben wir dich denn? Da. Du bist nur für Marketing. Ach, guck mal, hat er sogar genommen. Wunderschön. Dann können wir eigentlich direkt das Forschungslabor direkt daneben hinsetzen. Zack. Da, Forschung. Ich wusste, dass das irgendein Haken hat mit dem Raum rechts. Ja, dann könnte halt auch eins größer. Das ist natürlich schlimm, da wird der Gang eh ein bisschen dünner. So. Das ist okay, das können wir so lassen. Dann Tür. Wird jetzt kein besonders großes Ding in hier. Muss es hier aber auch nicht, ne? Ist ja halb so wild. So, Forschungsanzeigen. Und Server. Ein kleiner, aber feiner Forschungsraum, das kann auch nicht schaden. Ein Whiteboard. Huch. Nee, es passt jetzt irgendwie nicht. Irgendwas ist da falsch. So ist richtig. Warum passt dann da kein Whiteboard hin? Ah, passt jetzt zwar irgendwie doch nicht richtig irgendwas. Keine Ahnung. Ist doch egal. Das passt eh nicht dahin, das dachte ich mir schon. Da wird einer reinpassen, ist mir aber eigentlich zu blöd. Nee, krieg ich jetzt einfach noch einen Feuerlöscher hier rein, der ist nämlich notwendig. Kaffeemaschine wollte ich eigentlich auch nicht. Ich möchte eigentlich nur, dass ihr hier noch einen schönen Rosenstock reinkriegt. Reicht doch. 100.000 kostet der. Ich sage, der ist scheiße teuer, dieser Scheißraum. Unnötig und Geldverschwendung. Ja, 20 Patienten heilen kriegen wir vielleicht hin. Eventuell. So einen Umtöpfer möchte ich auch gleich direkt haben. 177.000, 100.000 Profit. Boah. Läuft. Ah, da sind beide Gebäude fertig. Guck mal. Sehr schön. Tatsächlich muss ich zugeben, jetzt wo die Räume hier direkt nebeneinander sind, läuft es auch viel besser mit den Warteschlangen. Muss ich ganz echt zugeben. Wo ich sagen muss, nur weil wir einen Ruf auf Null haben, sind wir nicht überfüllt. Ja, das ist der einzige Grund. Und das ist eigentlich schon ein bisschen scheiße. Dich können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich weiß noch nicht wo, aber dich können wir auf jeden Fall gebrauchen. In der Chirurgie und in den anderen Räumen. Da haben wir jetzt nämlich vier drin, ne? Wenn noch einer dazukommt, können wir sogar noch hier einen neuen Raum bauen. So. Dich können wir nehmen. Du gehst... Verdammt. Ich brauche euch nicht. Tut mir leid, hat mich jetzt vertan. Da muss was rein. Ein Arzt mit Forschung. Stimmt, habe ich jetzt irgendwie vertan. Ich weiß nicht, wie ich jetzt... Keine Ahnung, tut mir leid. Hausmeister brauchen wir nicht.
Also Personal. Wen nehmen wir denn da? Oder den Chirurgen nehmen wir mal, ne? Nee, Quatsch, nehmen wir nicht. Wir nehmen den hier. So, Allgemeinmedizin passt. Wir sind was gerade hier bei, aber die sind ja gleich fertig. Alles gut. So, Personal in Standhaltung, können wir da irgendwas machen. Dich können wir ausbilden, sehr gut. Und den auch, aber ich möchte... In dem Bildschirm sieht man, wo die sind. Das ist gut zu wissen, da habe ich vorher gar nicht drauf geachtet. Eigentlich geht nicht mehr so schlecht. Wir nehmen natürlich dich hier, weil du hast mich gerade gar nichts zu tun. Also gar keine Dingens. Du brauchst natürlich Instandhaltung. Von dem da. Die Jessica Orgia. Das ist immer noch irgendwie ein ziemlich witziger Name, ohne Scheiß. Was ich interessant finde, ist, wenn man die Leute nicht komplett ausgebildet hat, hängen die viel mehr an der in Diagnose fest als in allem anderen. I visited a sick friend who has taken the foolish decision to check himself into one of Holistic's nature communes. Call me old-fashioned, but patients are supposed to be treated by doctors in hospitals, not have leaves rubbed on them by druids. Das ist auch so cool. Ah, da kommt wieder Geld rein. Ja, wir bekommen gerade recht wenig Behandlungen hier, muss ich zugeben. Wenn ich jetzt eine Marketingkampagne mache und die auf eine Krankheit setze, geht das in die Hose, oder? Achso, klar. 16.000, natürlich. Was habe ich auch anders erwartet? Das wird sowas von in die Hose gehen. Wir werden überfüllt jetzt. Ich sag's euch. Und das ist halt so leer, weißt du? Oh Gott, das geht sowas von in die Hose. 1 von 7. Boah, das hat ja schon gut geklappt. Fuck. End of year approaching. Nö, nö. Alles Schwachsinn. Nicht jetzt. Da steigen gerade welche, das ist nicht gut. So, warte, ich möchte mal ganz kurz hier hingehen. Guck mal, die nutzen echt diese Sitzsäcke aus. Cool. Pennt ihr da? Geil. Finde ich gut. So, Personal. Ich möchte gerne mal... dich befördern. Und dich befördern. Und dann gehen wir hier hin. Ach Quatsch. So. Hä? Da sind noch 2 verfügbar. Wieso geht das nicht? Achso, weil der es jemand beibringt. Jetzt verstehe ich. Dann warten wir ganz kurz auf den. Und wenn wir überfüllt... Also, wobei, es geht. Ich sehe noch keine Überfüllung. So, jetzt aber. Weiterbilden. Hier. In Instandhaltung 2 natürlich. Hä? Muss er jetzt draußen stehen, oder was? Das ist ja voll lächerlich. Nochmal. Aha. Kurs starten. Einstellen, Schwachsinn. Nö, nö, nö. Dann halt wieder individuell nehmen, das Zeug hier. Kannst du Gastjägerer 2 machen? Ich glaube mich nicht. Nee. So, Personal, ich möchte mich gerne mal weiterbilden. Was kannst du überhaupt machen? Du kannst mich keine Dings machen. Dann würde ich sagen, machst du nämlich... nur noch Tempo und Effizienz, dass du ganz schnell zu den Geistern hinkommst.